Diese Frau hat den Krieg in der sibirischen Taiga überlebt. Verschleppt dorthin aus unbekannten Gründen. Nach Stalins Tod kam sie frei und zog nach Kaliningrad in den Bauch des alten Festungswalles. Keine andere sowjetische Stadt hat ihr Selbstverständnis und ihre Sehnsüchte so sehr mit der Eroberung des Kosmos verbunden wie Kaliningrad. Lokalpatriotismus. Denn Alexei Leonow, der erste Mensch, der frei im Weltraum schwebte, ist hier aufgewachsen. Vielleicht auch Ersatz für die fehlenden historischen Wurzeln. Eine Stadt direkt zum All? Soll der Mensch nach den Sternen greifen? Immanuel Kants Antwort an seine Zeitgenossen. Lasst den Verstand die Milchstraße erobern. Kühn und ohne Tabus. Aber beim Anblick des bestirnten Himmels soll sich der Mensch klein fühlen und sich demütig verneigen vor der Erhabenheit der Schöpfung. Der Physiklehrer Lazar Fuchson ist kürzlich aus der Kommunistischen Partei ausgetreten und in die jüdische Tradition seiner Vorfahren zurückgekehrt. Abschied von einem Toten, ohne den Beistand eines Geistlichen. So war es im atheistischen Staat jahrzehntelang üblich. Luisenfriedhof II hieß dieser Ort früher. Der einzige von 23 Königsberger Friedhöfen, der noch als Begräbnisstätte dient. Die Aufklärung hatte den ersten Schritt getan, Gott zu entthronen. Sie nahm der Kirche die weltliche Macht, der Theologie die Herrschaft über die Wissenschaft. Gibt es Gott überhaupt? Seine Existenz, sagt Kant, ist nicht zu beweisen, nur zu glauben. Wichtig ist vor allem, dass der Mensch anerkennt, es gibt Fragen jenseits der Vernunft, die er nie lösen kann und doch niemals los wird. Nach den letzten Dingen, der Unsterblichkeit der Seele. Metaphysik. Also, ist zum Beispiel ein Grabstein nur ein Stein? Der Tote, das religiöse Ritual, wie hängen sie zusammen? Und kann man sie voneinander trennen? Eine fremde Begräbnisstätte wird als Steinbruch benutzt. Dafür gibt es in der Geschichte viele Beispiele. Dieses ist mein Arbeitsplatz. Wir verwenden deutsche Grabsteine nicht allzu oft.
Es ist ein kostbares Material. Einen moralischen Aspekt gibt es dabei nicht. Mir ist es lieb und vertraut, weil ich als Kind in der Nähe eines deutschen Friedhofs gewohnt habe. Wir spielten auf den Gräbern. Die Grabsteine faszinierten mich. Für uns war das damals nur ein Park. Jeder Mensch ist in gewisser Weise ein Gott. Gott ist einzig, die Religionen sind verschieden. Jeder hat seinen Gott. Jeder sollte sich an allgemeine Moralvorstellungen halten. Kant folgend oder Christus oder indischen Lehren. Dann wird er seelisch rein. Und dann kommt es auch zu einer physischen Reinigung. Das sind Leitsterne, die der Menschheit zu bestimmten Zeiten gegeben wurden. Wenn man ihnen folgt, von ihnen lernt, so beeinflusst das natürlich das eigene Verhalten. Immanuel Kant. Gott ist nicht ein Wesen außer mir, sondern ein Gedanke in mir. Er ist das Vertrauen in die eigene sittliche Kraft. Das Ideal ist nicht der Betende, sondern der philosophierende Mensch. Dieser Mensch findet den Weg zum sittlich Guten eher in der Schönheit und Erhabenheit der Natur als im Gotteshaus. Diese Gedanken entstanden hier, am Rande von Königsberg, nahe der Judithenkirche. Hier verbrachte Immanuel Kant seine Sommer, bei einem lieben Freund, dem Oberförster Wopser. Die Kaliningrader haben das Häuschen kürzlich entdeckt und unter Denkmalschutz gestellt. Lieben Immanuel Kant. Alle Leute lieben. Ich kann nicht so viel Deutsch sagen. Ich habe ein bisschen Deutsch gelernt. Während des Krieges war ich in Deutschland, in Berlin, als Ostarbeiterin. Aber ich war bei den guten Leuten, mir war dort gut. Mir war es viel schlimmer, weil, wenn ich zurückkam, wenn Stalin war. Das war für mich sehr schlimm, warum war ich in Deutschland. Warum ich in Deutschland war. Aber in Deutschland war mir so gut, dass ich möchte wieder zurück nach Deutschland. Nach Deutschland. Ich war keine Sklave. Jetzt mir ist es schlimmer. Schlimmer. Nur bei uns schweres Leben ist jetzt. Das ganze Leben war mir schlecht, habe ich schlecht gelebt. Habe ich schlecht.
weil ich in Deutschland war. Das war sehr schlimm für die, unsere Leute. Und so das ganze Leben ist umgegangen. Konnte nicht weiter studieren, konnte nicht gute Arbeit bekommen. Immer musste ich lügen, dass ich war nicht in Deutschland. Und wenn dort schon wissen, dass ich in Deutschland war, das muss ich weggehen, wieder weiterfahren, wieder weiterfahren. Ich war in vielen Städten unseres Landes, wohnte dort immer. Usbekistan, Kirgisien, Kasachstan, Ural. Nun, Kiew, ich bin aus Kiew. Ja, Aserbaidschan, überall. Und jetzt bin ich schon hier. Aber das ist auch keine Heimatstadt für mich. Der Stifter des Mausoleums ist übrigens in ihre Geschichte verwickelt. Es ist Hugo Stinnes, dessen Konzern mitverantwortlich war für die Versklavung von Millionen von Ostarbeitern. Die Geschichte einer tragischen Liebe zu Deutschland. Am Ende ihrer Odyssee ist Nadjeschda Boleslawowna angekommen, in den Ruinen eines 700-jährigen deutschen Doms. Ich fühle mich hier sehr glücklich. Ich arbeite hier gerne, weil hier die Kathedrale, diese Kathedrale sehe ich jeden Tag und den Grab von Kant, diese historische Kathedrale und Kant sind historisch und das gefällt mir sehr. Und ich bin schon so alt und in meinem Leben brauche ich schon nichts mehr. Natürlich, bei uns ist sehr schweres Leben jetzt. Und das macht mir Glück, was ich hier sehe. Immanuel Kant an die Zeitgenossen. So ist es ein, ich will nicht sagen einer Gottheit, sondern selbst des gemeinsten, aber wohldenkenden Menschen höchst unwürdiger Anblick, das menschliche Geschlecht von Periode zur Tugend hinauf Schritte tun und bald darauf ebenso tief wieder in Laster und Elend zurückfallen zu sehen. Eine Weile diesem Trauerspiel zuzuschauen, kann vielleicht rührend und belehrend sein. Aber endlich muss doch der Vorhang fallen. Mai 1991. Kaliningradskaja Oblast. Das ist der westlichste Zipfel der russischen Sowjetrepublik. Ein militärischer Sperrbezirk. Der Hirte stammt vom Don, ein Kosak aus einer traditionsreichen Familie.